Ja, schönen guten Abend. Erster Spieltag Online-Bundesliga. Ja, Gegner sind Schönecken und Schochtens. Ja, aktuell keiner bekannt. Wir schauen mal. So, Mittelhand. Da haben wir erstmal nichts. Ja, mal gucken. Als Aufsteiger, wie wir uns verkaufen am ersten Spieltag. Hoffe auch, dass der Ton funktioniert, beziehungsweise vielleicht funktioniert er auch nicht und irgendwer kommentiert es wieder nach. Keine Ahnung, wir schauen einfach mal. So, 20er Reizung, Herz ist Trumpf. Unsere Karte sieht nach fast gar nichts aus. Ja. Kreuz Dame blank, der König gedrückt vielleicht, möglich. 6 und 5 macht 11. Okay, Kreuz Dame war nicht blank, Pik war von Doppelrutsch und wir sind Schneider. Vorhand hatte wohl ein bisschen rumgepiept. Zwei passende Nullobert. Bei 18 werden wir raus. Kreuz ist meistens Trumpf, genau. Wir machen Pik 8 auf. Nach dem Motto: kein Auge dem Feind. Kreuz 7. Okay. Ich spiele trotzdem Pik König, ich habe keine Ahnung. Stich trotzdem, das ist gut. Wir hauen trotzdem einen rein. Okay, das ist die Farbe, die auf jeden Fall oben hat. Ich glaube, ich tauche den trotzdem. Er hat schon viel. 42, den schiebt er ab. Da war nichts zu holen. Schöner Ansatz. Kein Pik und kein Karo im Skat wäre gut. Außer natürlich volle. Denke, da sind wir Favorit in Hinterhand. Auch in der Mannschaft 4. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall eindeutiger Favorit. Sogar 144. Noch ein schöner Ansatz. Ich weiß nicht, ob ich das Ding nur Robert zulassen werde. Ich denke, wir drücken zwei Könige. Machen den Grand. Kein Karo gedrückt, muss man ein bisschen aufpassen, wie wir mit den Karo vollen hantieren. Aber 5-2 wäre nicht gut, ich spiele trotzdem Bauer. Ja, okay. Also ich den mitgezählt. 24 und 8, 32 und 6, 38 und. Echt die Herz im Blank gehabt. Ja, okay. Und der Fall, wo es vielleicht doch gegangen wäre, so, nehmen wir den Nullover, ja, wir müssen den reizen. Karo Bindekarte, ist er gewonnen? 20. 20 ist auf jeden Fall nicht ganz so. Okay. Aus dem Mega-Ansatz ist jetzt ein ganz fragwürdiges Spiel geworden. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, dass wir vor 23 rankommen. Ja, ich mache 0. Ich spiele kurz 8 aus, auf jeden Fall.
Er ist droht, dass von da Herz-Herz kommt und da Kreuzen rausfliegen. Nicht optimal. Ja, das ist bestimmt eigentlich ganz gut, würde ich sagen, außer er hat kein Kreuz mehr. Das wäre schlecht. Okay. Dran. Ja gut, dann stand Kreuz 7 sowieso drüben. Vielleicht hat links kein Karo. Das werden wir jetzt aber nicht mehr rausfinden. Und dann wäre er vielleicht offen doch gegangen. Wieder ein sehr schöner Ansatz. 6, 5 voll in Bauer. Aber reizen wäre nicht gut. Ja, so viel zum Thema. Guter Ansatz. Ach Gott. So. Mannschaft. Mannschaft. 7. Ich glaube, ich werde den Karo spielen, nur Trumpf 10 und Pik König. Ich weiß es nicht. Noch zwei Bilder. 54 Pik müssen wir eh schnippeln. Oh, das war eine der schlechtesten Findungen auf jeden Fall. So, was machen wir jetzt? Hinterhand. Es gibt wenig schlechte Aufspieler, wenn wir so drücken. Komm, wir machen den jetzt mal so. Ich spiele jetzt mal Rang. Mannschaftsunorthodox. 7. Kreuz sollte nicht rauskommen, alles andere ist mir relativ egal. Der Aufschlag ist gar nicht so schlecht. 15. Das wird immer besser. Keine Falle drin in der Karte. Trotzdem Glück gehabt. Also erst Pech gehabt mit dem Skat, aber dann Hinterhand ist halt wahrscheinlich die beste Position für das Spiel. Herz frei, Grand. Vorhand hat eben recht lustlos. Oh, spielt kein Bauern. Das ist nicht gut. Wird er jetzt mit Kreuz Jung stechen? Macht er nicht. Okay, das ist gut. Was machen wir jetzt? Ich spiele trotzdem Kreuz zurück. Oh. Das war ganz schlechter. Da auch sehr gut drin. Durchschnittlicher Ansatz. Bei weg werde ich es wohl nicht schaffen. Wir halten mal 18, wenn wir gut stehen und gucken. Und 25. Ich mache trotzdem den Mann. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob der richtig gedrückt ist im Vorhand. Ich habe ihn gegen drei Bauern gedrückt. Aber ich brauche trotzdem einen König, glaube ich, ne? Eins. So, gut gefunden. Wechsel Trumpf. Herz ist gereizt. Pik ist Trumpf.
Das kann halt bei 20 weg mal gut passieren, dass da auf einmal Herz rauskommt. So, jetzt war 28. 28, ich weiß nicht, ob der schneller geht. Nein, das geht auf keinen Fall schneller. Muss man auch dann spielen. Ja. So, was ist mit dem Gang? Ich habe wieder zu schnell gedrückt. Also, ich habe ihn schon ausgerechnet, aber nur grob überschlagen. 21 gedrückt. Kreuz Junge, ein Junge kommt. 25, Herz 10 läuft. 35, Ass, Ass 57. Dame. Ich glaube nicht an die Doppellusche eben. Jetzt würde ich fast schon für Karo Ass Zwischenzug plädieren. Ich mach's auch. Scheiße, sagt man nicht auf jeden Fall. Wir sind draußen. Ja, 57 und eine Pflichtdame auf Ass Doppellusche wären 60, wenn es schlecht gelaufen wäre. Frage ist, ob man drei Bauern dem Herrn Herms jetzt immer geben muss bei 18. Ich hatte halt so das Gefühl, weil ich irgendwie sechs volle und Kreuz Junge hatte. So, das ist vielleicht interessant hier. 18 ja, 20 weg. Haben einen Blenker zum Ausspielen. Wir haben zweieinhalb bis drei volle, weil wir Kreuzkönig zu dritt und Kreuz Junge haben. Ja, jetzt ist ja perfekt. 18 Jahre, 20 weg. Schnelle Karo. Okay, drei. Okay, ja, das ist jetzt unbedingt wissen, dass ich den übersteche. Dann machen wir was. 22, 25, 39. Ich glaube, ich muss den mitnehmen. Es geht nur noch über noch einen Pikstich. Scheiße. Was ist denn das jetzt? Das war ja viel unkomplizierter, als ich dachte. Pik Lusche nebst Abwurf Kreuz 10 wäre in Richtung Schneider gegangen wahrscheinlich. War ein komisches Spiel auf jeden Fall. Oh, er hat den Skat schon wieder in der Hand. 4, 3, 2, 1, meistens auch okay zumindest. Nun. Ich mache trotzdem Pik auf. Das ist schlecht. Ich glaube nicht dran, aber. Warum macht er dann?
Blanke Pik denn nicht auf? Das wäre doch der blanke Pik, wäre doch eine Mega-Katastrophe gewesen für seine beiden Spieler. Hey. Ja, der blanke Pik wäre schachmatt gewesen. Gut, das war auch ein komischer Gang, den muss man jetzt auch nicht spielen, sehr wahrscheinlich. Ne? Ass, Loscher, Ass, König. 10 zu dritt. Drei Jungs. Mit Doppellusche die 10. Also, das ist meistens eigentlich ein einfaches Herzspiel. Oh. Ja, er war halt angeschossen und wurde leider verpasst, ihm den Doppelschlag zu geben. Grand. Also offensichtlich ist er auf jeden Fall bereit, Risiken einzugehen, Herr Herms. Wer auch immer Herr Herms ist. 14. Überlegt nicht mal. Ich habe jetzt trotzdem Pik Ass rein, glaube ich. Was war denn das jetzt wieder? Der war besser, oder? Nehmen wir den 0 raus, oder nicht? Nee. Er wird 0 spielen, das ist fast sicher, aber ich weiß auch noch nicht, wie wir den drehen. Vielleicht irgendwo muss hier ein blanker Pik oder Herz sein, Karo muss abgeworfen werden, vielleicht sowas in der Art. Doch nicht, okay. Getreu einen Statuten, wir machen blank auf. Ja, war doch ein gutes Spiel. Und schon ist er wieder da. Gott, Nummer 8 wäre jetzt für uns auch nichts gewesen. Ja, irgendwie haben wir ihn jetzt verpasst, noch einen Nackenschlag, noch einen kleinen Schlag zu verpassen. Und jetzt ist er wieder im Geschäft. Pass schon gleich auf mit dem Herrn Halmes. R8. Blanker. Könnte blank sein, muss aber nicht. Ich spiele trotzdem nicht Kreuz, ich spiele Herz. Ich gehe hier irgendwie von Karo-Stichen aus. Das Bild verschenkt. Nein, der Kreuz war wirklich blank. Puh, nicht mitgezählt, alles gut gegangen. Okay. Immerhin habe ich es geschafft, nicht Kreuz zu spielen. Alles andere, der König war jetzt vielleicht auch zu viel. So, schon wieder am Reizen. 20, Herr Halmes. Lemon Blau. Ja, wir haben so viele Bilder. Okay. Ja. Herz unter Ass 10 zu 4 wäre vielleicht ganz cool gewesen. So, nehmen wir hier den 0 raus oder nicht bei den ganzen Paketen? Oh Gott, was haben wir? 1, 2, 42, 2, 82, 72 Augen in der Hand. Was? Nein. Okay. Gut. Wir behalten Karo als.
Sieht doch nach drei Jungs aus, aber. Naja, alles wird gut. Oh. Was? Hat er sich jetzt kreuzblank? Ne, er hatte den Wolkenkreuz. Kreuz. Gewirkt. So, in der Pass haben wir 18, weil es noch läuft. Okay, wir haben noch Spaß gemacht. Ja, irgendwie sehr lustiger Verlauf bis jetzt. Irgendwie noch nicht das Gefühl, dass ich hier Mannschaft irgendwie spiele, sondern mehr so ein Kreisgard. Deswegen mache ich auch alles so ein bisschen locker gerade. Ich nehme hier alles mit. Und dann Pik. Nein, wir sind raus. Alles gut. Oh, hat man auch was gehabt, auf jeden Fall. 21 Augen gefunden. Mal gucken, ob sie Pause machen, wegen Mannschaftsergebnisse schicken oder so. Ne? Bis jetzt sind hier noch keine großen Unterschiede zu erkennen. So, der Michael Zinitz hat schon seinen Halbzeitstand gesendet. Der sieht sehr, sehr gut aus. Eigentlich hatten die gesagt, dass wir erst im Spiel 24 Punkte schicken wollen. So, Pik ist Trumpf, 4 Trumpf und ein Rollmops. Karo Doppellusche. Okay, wir spielen erstmal den. Trotzdem noch mal Herz. Vierer Feld, ne. Ach du Scheiße. Ja, das Spiel ist schon im Arsch. Vier Trümpfe. Weiß nicht, ob er Karo 10 gedrückt hat. Mit Trumpf Gabel hinten. Aber jetzt habe ich auch noch Schneider verschenkt. Oh Mann, das ist aber auch wirklich sehr unkonzentriert. Ja. Kreuz, immer blank. Ach, Karo 8. Als er irgendwie doch auf Herz 10 steht oder so.
Ich habe wieder verpasst zu zählen. Eine Minute Pause. Dann können wir ja meinetwegen hier. Bei dem Marco Menzel sieht es auch gut aus. Und dann schicken wir hier auch mal. Und springen wir. Gucken, ob er noch spielen will. Gucken, dass sich verwirft. Auch nicht. So, aber jetzt schenkt man doch mit, oder? Ach, Mannschaft. Dann kommt 18. Wir haben nur Spaß gemacht. K.O. mit oder ohne 2 mindestens, wahrscheinlich mit 3. Wir stellen uns hier an 10 auf jeden Fall schon mal blank. Ja. Nichts gebracht. Eine schwarze Karte wäre gut. Der wird 0 reizen, denke ich. Und wie gesagt, eine schwarze Karte wäre gut. So. So, was haben die denn jetzt überhaupt hier, die Kumpels? Ich bin der Pikmin. Hat da nicht meine Fallen drauf, sondern. Nehmen wir den einfachen Herz raus. Wegen der Nulloption gegen einen kann man es machen, muss man aber nicht. Herzhand, naja. Wie gereizt, Kreuz. Oh, scheint was drin zu liegen. Aber wir hauen hier trotzdem die Schiffe raus. Und 5 Dollar werden wir sowieso schlagen, denke ich mal, ne? Was jetzt?
34, 36, ja, den hat er gar nicht. Jetzt habe ich natürlich auch noch einen Fehler gemacht. Ich muss halt drauf spielen, dass er Pik als König gedrückt hat. Oh, glücklicherweise. So, drei Alte und nicht viel. Außer Pik Ass zu dritt. Okay, jetzt sind es mehr. Muss man mal bei der Karte 20 unten. Komm, wir machen den Krang. Wir machen den Krang. Wir machen den Krang. Okay, spielen. Das ist gut, da kommt man in die Hinterhand. Der muss ja jetzt klar ausspielen und sein muss ja verkehrt sein. Naja. Was man hat, das hat man. Der ja, mit 20 gedrückt ist ja schon sehr attraktiv. Ja, aber es sieht jetzt ganz gut aus. So, ja, passen auf. So, Herz ist Trumpf, Blank mit 10. Naja, wir gucken mal. Wir lassen uns hier mal nichts anmerken. Was er jetzt bringt. Pik König kann auch manchmal gedrückt sein bei so einem Spiel. Ja. Wunderbar. Hier, ich spiele auch Trumpf. Dann Kreuzkönig. Und damit hat er nur noch ein Karo. Bei Karo Ass sind wir Schneider und bei Lichtkaro sind wir. Ich habe jetzt diesen Trumpfzug nicht verstanden. Ja, Wahnsinn. Naja, das war auf jeden Fall ein sehr schlechter Aufschlag. Ich weiß nicht, Herz ohne 32er in Mittelhand. Meistens reizt sich so. Ich reize zweite Reizstufe. Ja, dann müssen wir laufen. In vorn 13 Uhr halten wir 36. Meistens zumindest. Was hier noch nicht um Einzug ins WM-Finale geht, würden wir es wahrscheinlich machen. Kreuz, okay. Drehen wir uns mal konzentrieren. Unterzug sogar. 4. Das ist blöd. Unterzogen mit zwei Alten. Trumpf Ass haben wir auch noch nicht gesehen. Naja, wir gucken uns mal an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er hinten mit drei Alten gepasst hat. Aber ne. Naja, 31 immer, glaube ich. Falls es doch ein verdeckter Schneider ist.
Zweimal von unten mit der Karte kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen, dass das alles realistisch ist. Ich zwei alte zweimal unter Zug gespielt. Oh, war schön gespielt. Mein Kumpel. Ja, wir reizen nicht, auch wenn gepasst wird, kein Interesse. Ich schlage trotzdem kurz noch auf. Drei Alte? Nicht mal. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Das ist schlecht. Karo Dame. Wir haben Stich zu viel bekommen, deswegen sind wir rausgekommen. Ach, welche Angst. 10 zu dritt, mit Mass hätte ich wahrscheinlich 18 gesagt, aber nachdem Mittelhand gepasst hat, habe ich auch häufiger schon mal 18 gesagt. Mit der Karte, Herz, Doppelbusche. Pik 7. Herz, okay. Nicht so schlecht. Karotten. Achtundzwanzig. So, Karo Dame steht wahrscheinlich da. Ich glaube, ich will trotzdem kommen. Stich da so. Jetzt macht er keine Blamieren mehr. Von Karo Dame doch nicht. Was gibt es da jetzt zu überlegen? Karl. Karl 2 hätte er die Karo Dame. Vergessen, dass Karo 2-2 stand oder was. Und alles unwichtig. Pik 7 Herz Bo, das wäre ein Pik-Spiel gewesen. Schöner Ansatz, ich glaube, den werde ich auch nicht passen. Gegen die beiden. Gutes Licht, nichts. Gut, dass wir für 18 angekommen sind. Pik ist Trumpf, 13 Stück. Jetzt sollten wir mal mitzählen. Ja, meistens Unterzug. Wir stechen mit Trumpf 10. Ja, okay. Stand alles rund, stand alles rund, stand alles rund. Also fast alles rund. Meistens Unterzug der Karo König, in dem Fall war er blank. Auch sehr gute Karteneinschätzung von mir. Gibt es halt selten den blanken Karo König. Hat ja normalerweise mit Dreier Tu Kreuz König zu dritt aufzuspielen. Ja, Verwirrung stiften.
So, Jungs, wie sieht's aus? Schaffen wir noch die 5 Spiele? Ja, bei dem Handkeeper sieht es gut aus. Wer sind denn hier überhaupt so geführt, die Kontrahenten? Ober. Was war denn mit Zinnitzkind? Also, ja, das sah auch gut aus. So, Herz ist Trumpf, wir machen diesmal mal nicht bergauf. Against all odds. Okay, schauen wir mal. 24. Trotzdem die Dame, lassen den dran. Zeig mir deine Schwäche. Das ist der Gegner, was ein schöner Mann. Kreuz. Pik weg. Nee, okay, jetzt können wir ja kaum spielen. Interessante Nulloption für die Galerie. Ach komm, wir sagen 18. Okay, zwei Asse gefunden. Gucken wir mal, ob wir uns jetzt kaputt lachen. Zwei Asse gefunden und Gang mit Zweien verloren. Das wäre doch super, oder? Spielt trotzdem Bauern aus, natürlich. Soll jetzt passieren. Jetzt muss man nur aufpassen. Genau, dass wir den mitnehmen, nicht, dass hier noch ein Unfall passiert. Der steht 2-2. Okay. Oh, schöner Bluff, Schneider. Ja, aus dem Eingepassten ist ein Gang mit zwei oder zwei Schneider geworden. Ich weiß halt nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es was bringt in der Liste. Sollte mehr ein zuschauerfreundliches Spiel werden. Hier ist Stimmung, hier ist Party, hier komme ich wieder her. Sehr viele Listen kommen jetzt hier nach Omega. So, Thomas. Das hatten wir doch schon, oder? Marco ist fertig. Alle gleich auf. Micha ist auch fertig. Gewinnt relativ klar den Tisch. Ja, ich denke, das sollten sichere 3 Punkte werden. Ich glaube, die anderen sind schon vorne, auf jeden Fall zusammen. Und ich bin Full House Damen mit Assen. So, Pik.
Warum hat er denn den Trumpf nicht weg? Warum hat er den Trumpf nicht weg, bevor er sich jetzt den blank stellt? Vielleicht auch ein bisschen besser gestalten können. Machen wir noch ein Spiel für die Galerie? Für die Galerie. Wir nehmen den neu raus, wir entscheiden uns. Standbedingt, Mannschaftsstandbedingt noch ein Spaßspiel einzulegen. Ja, 41 Augen haben wir schon mal, ohne dass wir was finden. Wenn alles läuft, natürlich 8 gedrückt und 3 also. Oh Gott, okay. Für 10 und 10, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob es richtig ist. Ich mache es 14. Und 22, 36, 47. Was habe ich da jetzt gemacht? Ich habe noch zwei Alte. Ne? Ich habe nicht mitgezählt. 61. Gut, Karo Dame hätte er natürlich gestochen, aber wir hätten ja noch einen Stich bekommen. Wenn der passt, sagen wir 18, aber noch keinen verloren haben. Halbes. Karo 7 im Skat wäre gut. Ja, okay, aber wir wollten ja nur 18 sagen. Das ist eine komische Liste. Kreuz. Warum dann? Nicht. Ich habe wieder nicht mitgezählt. Ich glaube, wir sind raus, aber ich bin nicht gut drauf. Schauen wir mal. So, ich glaube, wir hatten 35 oder so, ne? Gott, wir hatten viel mehr. Na gut, okay, das war's zunächst. Dann gucken wir mal, wie es ausgeht. Bis später. Tschüss.